Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir starten heute gemeinsam Minecraft Dungeons. Und ja, Minecraft Dungeons habe ich schon seit der Ankündigung verfolgt, denn ich fand das Spiel recht interessant und ich würde sagen, wir legen jetzt auch einfach mal direkt los. Let's go! Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! Okay, begib dich zum Dorf. Damit haben wir auch direkt schon unser allererstes Ziel und hier wären wir auch schon im Spiel. Und unsere Figur, finde ich, sieht ganz schick aus. Ich habe die hier mir ausgewählt. Ich fand das recht schick, so mit diesen roten Augen, ja, und diesen blauen Umhang und so weiter, weil man hatte halt eine Auswahl zwischen mehreren unterschiedlichen Figuren. Und auf jeden Fall muss ich auch erstmal die Steuerung lernen. So, wir laufen jetzt erstmal vor zu unserem Ziel. Und ich weiß auf jeden Fall, ja, dass die Story hier, soweit ich weiß, nicht allzu lange gehen soll. Ja, aber dafür kann man die Levels alle mehrfach wiederholen auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und kann halt neuen und besseren Loot freischalten. Also ich habe mich schon ein wenig informiert, aber halt nicht so komplett. Ja, und hier haben wir einen Zombie, den klatschen wir erstmal weg. So. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal mehr oder weniger so das erste Level, was halt erstmal so ein bisschen wie eine Art Einführung ist hier in das gesamte Spiel. Und man kann auf jeden Fall zwischen Nahkampfwaffen wählen und auch zwischen Fernkampf, also Bogen, Schwert und sowas halt. So zwischen ein paar typischen Minecraft-Waffen und sowas. So, und ich drück mal ganz kurz hier ein paar Sachen, denn ich will mal kurz etwas schauen. Ups. Okay, ich habe etwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Und zwar habe ich meinen Heiltrank getrunken. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, aber nun gut. Ja, ich wollte halt mal ein bisschen rumdrücken jetzt hier. Weil ich möchte ganz gerne mal in dieses eine Menü, wo man, wenn man irgendwie im Level aufsteigt, sich verbessern kann. Weil das würde ich mir gerne mal anschauen wollen. Aber nun gut, dann warten wir halt einfach mal so lange, bis wir halt dann vom Level her aufsteigen. Weil man kann sich halt hier auch skillen, also man kann hier sich verbessern, Upgrades freischalten bei sich, also Fähigkeiten und so weiter verbessern. Und dort hinten sind Bogenschütze und wir haben jetzt Pfeile. Okay, sehr cool. Und ich weiß auch noch gar nicht, in was ich so gehen werde, welche Richtung ungefähr, so Bogen oder eher Nahkampf, also Fernkampf oder eher Nahkampf, was ich da eher nehmen werde. So, und wir haben hier zwei Richtungen. Wir machen jetzt erstmal hier lang, weil wenn wir dort hinten nach oben rennen, das ist anscheinend das Hauptziel und man muss sich auf jeden Fall auch immer mal hier ein bisschen umschauen, denn es gibt natürlich auch Loot zu entdecken und so weiter. So, und hier hinten geht es nicht weiter. Obwohl, ja, ich weiß nicht, ob man in eine Tür rein kann, ob das irgendwie geht, ob ich die hier öffnen kann, aber schätze mal nicht. So, wir nehmen mal den Bogen hier nochmal. So, zack, weg mit euch. Immer schön wegklatschen hier die ganzen. Oh, etwas zurück und nochmal mit dem Bogen. Mist, auch wieder nicht getroffen. Jetzt aber, sehr schön. So, und auch immer schön den ganzen Stuff hier mit einsammeln. Alles erstmal jetzt hier so zu Beginn einsammeln, was so geht. Hier komme ich nicht lang, schade. Schade, schade, schade. Und ich denke auch mal, dass ich einmal komplett die ganze Story hier durchletsplayen werde auf meinem Kanal, ja. Und danach wird das Spiel eventuell ein Streamspiel. Also ich will das nämlich einmal komplett die Story will ich hier letsplayen und danach, wenn ich die Levels dann nochmal auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden mache, möchte ich das streamen. Und noch eine Information am Rande, soweit ich weiß, sollen auch neue Missionen noch kommen. Also ich habe da mal was gelesen, ja, soweit ich weiß, sollen nämlich neue Missionen noch nachkommen. Also neuer Content soll auf jeden Fall hier auch noch kommen bei dem Spiel. Also sowas wäre da geplant.
So wie ich das nämlich mitbekommen habe. Oh, was haben wir denn hier? Vorräte. Sehr schön. Paar Pfeile. Ja, die nehmen wir mit. Und was ist das? Ein Brot. Heilt. Gut. Ja, direkt mal reingehauen. Ich dachte gerade zuerst, das wäre eine Kartoffel, wo ich das gesehen habe. Ja, und das ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Minecraft-Spiel. Ja, aber gefällt mir, ja. Gerade deswegen hat mich auch dieses Spiel hier gereizt, weswegen ich es auch kaufen und spielen wollte. Wir müssen das innere Tor jetzt hier noch weiter sichern. Oh, und wem haben wir denn hier? Hübsche Statue. Und das Dorf ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ja, und es ist zu. Hey, wer bist du denn? Ein paar kleiner Zauberer oder so, oder? Ja. Eine Art kleiner Zauberer. Wo ist der jetzt hin? Da tut die ganze Zeit nur irgendwelche Handlanger gerade spawnen lassen. So, die klatschen wir weg. Wo ist der hin? Und wir haben einen Levelaufstieg. Sehr schön. Ah, jetzt steht hier da, wie ich in das Menü komme, was ich vorhin rausfinden wollte. Okay. Ja, hier sehen wir dann, unseren ganzen Loot hier in diesen ganzen Kästchen. Hier sehe ich meine aktuellen Sachen, die ich ausgerüstet habe, also Waffen und so. Das mit diesem Schild hier als Symbol wird ein Schild sich mal auch sein, ja. Obwohl, vielleicht könnte das auch eine Art Rüstung darstellen, das Schildsymbol. Weiß ich jetzt nicht. Ja, hier kann ich rumswitchen mit den ganzen Sachen. Hier habe ich alles. Wir haben hier Nahkampf, Fernkampf, Rüstung, Artefakte, verzaubert, kosmetische Gegenstände. Und ich habe ein Haustier. Und ich kann einen Gegenstand verzaubern. Ich würde sagen, wir verzaubern unser Schwert. Schaden erhöhen. Machen wir. So, let's go. Sehr gut. Das ist einmal verbessert. Und sonst so habe ich eigentlich gar nichts jetzt noch mit dabei. Obwohl, ich würde mal noch hier lang machen wollen. Haustier. Hühnchen. Also ein Küken. So, und hier ist noch ein roter Umhang. Ja, machen wir uns mal dran. So. Jetzt sehen wir aus wie eine Art kleiner Lord. Und dieses Küken werde ich auf jeden Fall als Begleiter mitnehmen. Aber jetzt noch nicht. Ja, ich weiß halt nicht, ob das Küken auch draufgehen kann. Also ob die Gegner auch unser Küken eliminieren können. Ob das dann weg ist und so, das weiß ich halt nicht. Wie das damit abläuft. Artefakte im Inventar. Artefakt anlegen. Okay, dafür müsste, wenn er meinen Bogen weg, so wie es aussieht, oder? Nein, da kommt dafür nicht weg. So, Artefakt einsetzen. Gut, das ist wie eine Art Fähigkeit, so funktioniert das damit. Weiß ich Bescheid. Ja, dann testen wir das jetzt gleich mal in den nächsten Gegnern. Da drüben ist aber erst noch ein Bogenschütze, für den will ich das noch nicht unbedingt nehmen. Eher mehr so für diese Fußsoldaten, nenne ich die jetzt einfach mal, also die Zombies hier. Oh, und da drüben ist eine Kiste. Hm, aber hier ist ein Graben. Kann man hier springen? Wenn ich das wüsste, wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich auf jeden Fall weg. Hm, Moment mal, ich möchte mal was probieren. Kann man vielleicht eine Kiste öffnen, wenn ich mit dem Bogen dagegen feuere? Nein. Moment mal. Springen, springen, springen. Wie könnte ich eventuell springen? So. So geht die Rolle. Kann man das mit der Rolle vielleicht nach drüben schaffen? Wir probieren es mal. Ja, kann man. Okay. Ja, die Rolle funktioniert wie eine Art Sprung. So, sehr gut. Ja, und der Heiltrank tut auf jeden Fall immer wieder neu kommen. Auf jeden Fall ist das auch gut zu wissen. Bloß hat der Heiltrank halt immer eine Art, ich nenne es mal Abklingzeit. Ja, also nach dem Benutzen musst du dann erstmal kurz warten. Eine Weile. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich ihn mehr oder weniger also immer wieder einsetzen kann und er nie leer wird. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dort hinten würde es lang gehen für unser Hauptziel. Wir schauen uns nochmal hier ein wenig um. Vielleicht haben wir hier nochmal irgendwo was, weil hier gerade ist das Gelände auf jeden Fall recht weitläufig.
Ja, und da das ja erstmal noch wie eine Art Einführungslevel ist, nenne ich das jetzt mal. Ja, denke ich mal, wird es jetzt hier bestimmt auch noch nicht allzu viel geben. Aber ich bin schon gespannt, was wir alles noch so finden werden im Verlauf der Story und so weiter. Und kann ich dieses Schaf dort hinten irgendwie abfeuern? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier für einen magischen Tisch? Ach, hier kann ich ein Lager aufschlagen. Okay, dann Du machen wir das konntest die mal. Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Ja, und dieser Held sind wir. Level abgeschlossen. Tintenfischküste. Sehr schön. Ja. Oh, und wir haben jetzt hier eine Kiste. Okay, zeig mal her. Was kriegen wir denn dort raus? Los, geh auf, mein Kleiner. Eine Angel. Die Angel ist ein treuer Begleiter eines jeden Abenteurers. Mit ihr kann man noch viel mehr tun, als nur Fische aus dem Wasser zu holen. Okay, schätze, vielleicht kann man mit der Angel hier auch noch Gegner anangeln, also dass man die herzieht zu sich. Sowas könnte ich mir irgendwie vorstellen, in so eine Richtung irgendwie. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall unser Lagergelände hier. Auf jeden Fall ganz cool, ja. Okay, hier habe ich eine Missionsauswahl. Hier wird es weitergehen mit dem nächsten Gebiet, dem Creeperwald. Ja, und hier sieht man auch schon die ganzen anderen Gebiete hier. Aber was haben wir denn hier? In Kürze, Insel Realms. Okay, dann ist das, schätze ich mal, was, was jetzt erst bald noch mit dem Update oder so dazukommt. Ja. Okay, also es gibt auf jeden Fall viele unterschiedliche Gebiete hier. Dort oben sehe ich gerade ein Schaf auf diesem kleinen Wachturm. Hallo, Herr Schaf. Was machen Sie denn dort oben? Wollen Sie runterkommen? Nicht? Schade. So, und wer ist denn das hier? Wer hier steht? Kann ich mit dem reden? Ach nein. Ah, ich kann hier meine Waffen dran testen. Wie so eine Art, ich nenne es mal Trainingsplatz hier ist das. Wo ich mein Schwert und meinen Bogen und so dran testen kann. Und was kann man sonst noch so machen in dem Lager hier? Hier hat man eine Brücke. Kann ich die vielleicht runterschießen, indem ich auf die Ketten dort feuere? Also ich denke mal, dort wird man auf jeden Fall irgendwann lang können. Ja. Aber die ist halt jetzt noch oben, die Brücke. Auf jeden Fall ganz cool, dass man hier so ein eigenes Lager hat. Ich frage mich, ob ich hier vielleicht irgendwie selber auch noch was bauen kann, vielleicht bei dem Lager. Weil würde ja ganz gut passen so zu Minecraft. Also sprich, dass ich hier vielleicht irgendwie das Lager upgraden kann oder so. Irgendwie sowas fände ich eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Reisen. Ach, da bin ich hier im Gebäude. Ja, das ist eine Art kleine Farm, nenne ich es jetzt einfach mal. Es sind halt recht viele Tiere gerade. So, was habe ich denn hier so für Möglichkeiten? Also, was kann ich denn hier insgesamt noch so machen? In dem Lager und so weiter. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, ja, kann ich vielleicht später irgendwas machen, aber jetzt muss ich vielleicht erstmal mein Hauptziel weiter verfolgen. Also sprich in den Creeperwald. Hier haben wir ein Feld, ja, mit Nahrung, die hier angebaut wird. Okay, gut, ja. Dann würde ich sagen, geht es dann als nächstes hier in den Creeperwald. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Und was zeigt das mir denn unten links für eine Kiste an? Moment, ich will nochmal hier in das Menü schauen. Angel. Zieht nächstgelegene Kreatur in Reichweite. Okay, dann habe ich recht mit meiner einen Vermutung. Man kann mit der Angel die Gegner zu sich hinangeln. Ja, die rüsten wir mal hier unten aus. Freue ich mich auch schon drauf, die dann auszutesten. Dürfte ganz lustig werden. Kann ich das mal testen, vielleicht an so einer Figur hier? Okay, nein. Weil die ist nur dafür da, um da ein bisschen dagegen zu schlagen oder halt auch so zu feuern. Und Moment, ich will mal was testen. Nein. Moment, Moment, Moment. Der Bogen, da ist jetzt die Rakete als Bild noch mit dazu. Ah, verstehe. Jetzt weiß ich auch, wie die Rakete abläuft. Ja, die Rakete hat auch eine Ablenkzeit. Ja, also das ist auch wie eine Art Fähigkeit. Also so wird es dann auch wahrscheinlich bei der Angel sein. Sprich, immer wenn das mit der Rakete dort wieder so nachgeladen hat, ja,
kann ich dann immer einmal so einen Raketenschuss machen mit dem Bogen. Okay, cool. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir dann damit weiter, ja, im Creeperwald. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge. Ging jetzt recht kurz, ja. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Und die nächsten Folgen, denke ich mal, werden etwas länger gehen dann auch. Und ja, das war es dann erstmal an der Stelle hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.